Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Infovideo für Nossi im Fadenkreuz. Jo, wann wird das stattfinden? Das nächste wird stattfinden am 1.6., also sprich jetzt kommenden Sonntag, wieder um 16 Uhr und Dauer, ich denke mal, keine Ahnung, wieder so wie letztes Mal, 3 bis 4 Stunden, außer ihr knallt mir jede Runde ab. Zu der Verteilung der Preise wird es diesmal ein bisschen anders sein, und zwar mache ich das so, dass halt am Ende des Events erst die Preise ausgeschüttet werden. Hat damit was zu tun, wenn es nur einer schafft, mich abzuschießen. Springt natürlich mehr bei raus, als wenn es jetzt 5, 6, 7 oder 8 oder 9 oder 10 sind. Ich glaube, gut so viele Runden werden wir vielleicht nicht unbedingt schaffen dann. Aber das dann, ich sag mal, ich habe mir ein kleines Budget gesetzt, und wenn es einer, wie gesagt, schafft, dann kommt halt eine etwas fettere Büchse oder eine sehr fette Büchse. Und bei zwei werden es dann halt zwei mittelgroße Panzer sein. Also was ich nicht tun werde, es wird keine Ingame-Gold-Geschenke geben oder so weiter, sondern alles wird rein in Panzern investiert. Ihr sollt ja auch mitfahren mit den Kisten. So, es wird auch wieder Tier 8 sein, so wie letztes Mal auch schon. Ja. So, was im Endeffekt, nun muss ich nun selber nochmal gucken. Es wird wieder so sein, dass ich im In-Game-Channel, Nossi im Fadenkreuz, der am Sonntag eröffnet wird, ich denke mal so ab 14 Uhr oder vielleicht auch schon einen Tag vorher, muss ich mal gucken, aber auf jeden Fall im In-Game-Channel Nossi im Fadenkreuz werden die TS-Daten wieder bekannt gegeben und ja, auch genau, wie, wann es, wann, wo nochmal genau losgeht. Also 16 Uhr ist erstmal wirklich, sage ich mal, erstmal der Fixpunkt. Ich denke mal, da wird es auch noch losgehen. Letztes Mal hatten wir ein paar kleine Probleme gehabt, dass halt irgendwie das TS gefreckt wurde, weil das viel zu viele Leute drauf waren. Das ist irgendwie das TS damit nicht klargekommen, dass da auf einmal über 230 Leute im Channel waren und auf einmal hat es irgendwie alle TS-Rechte geblockt und das war's. Das heißt, ich war drin, hab erzählt, dachte, jeder hört mich und kein Schwein kriegt's mit. Naja, so kann's laufen. Gut, kommen wir aber kurz zu den Regeln. Also, nur Tier 8 Panzer, also keine Artis. Sprich, ihr könnt Heavies, Mets, Lights, TDs fahren. T8. Nicht zugelassen, Artis jeglichen Tiers und Panzer der Tierstufen 6, 7, 9 und 10. Das heißt also, wenn ihr mit einem 7er Panzer mitkommt und mich abschießt, zählt der Kill nicht. Kommt ihr mit einem 9er, 10er mit oder mit einem 6er, das gleiche. So, wieder nur Standardgefechte, keine Begegnungs-, kein Angriffsmodus. Hat damit was zu tun halt, um das ein bisschen einzugrenzen, damit ihr eher die Möglichkeit habt, mit mir ins Gefecht zu kommen. Wer in meinem Team ist und mich teamkillt, kommt auf die Ignore-Liste und Ausschluss vom Event. Leute, die auf meiner Ignore-Liste sind und mich abschießen, auch nicht. Ich sag mal, es hat immer einen Grund, warum man auf meiner Ignore-Liste ist, und das heißt, wenn mir einer so fürchterlich auf die Eier gegangen ist, dann, nee, sorry. Gut, Server wird auch wieder EU1 sein. Liegt einfach daran, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe auf EU2 teilweise irgendwie teilweise Ping-Probleme und deswegen Server EU1. Ja, fällt mir noch gerade noch was ein. Genau, die Preise haben wir soweit durch. Wann es losgeht, haben wir soweit durch. Meine Verteidiger, genau. So, es wird auch wieder so sein, dass mich zwei Leute verteidigen werden. Der eine wird wieder Diklovid sein, von dem Modpack, den ihr alle kennt. Wo auch das Logo jetzt hier oben drin ist, das Critical Hit. Und den zweiten Verteidiger müssen wir nochmal gucken. Ich warte noch auf zwei Zusagen. Einer von beiden wird es dann auf jeden Fall halt. Mal gucken, einer vielleicht noch als Backup, müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, ab 16 Uhr geht's los. Und, ja, fällt mir noch was ein? Nee, ich glaube nicht. Da würde ich mal sagen, wenn Fragen sind, schreibt mich irgendwie an. Am besten sehe ich es wirklich immer auf Facebook, wenn ihr mich auf Facebook anschreibt halt. Und wenn euch die ganze Chose gefällt, wäre es sowieso schön, ja, sag mal, so ein kleines Like da zu lassen oder ein Abo auf YouTube. Ist immer toll, freut mich dann auch immer. Und ja, gut, so viel erstmal dazu. Ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich von euch mitmachen. Und ja, ich würde mal sagen, bis Sonntag, ne? Bis dahin dann. Ciao und frohes Zocken noch.